darf recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Danke fürs Kommen. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr, weil wir gerade darüber diskutiert haben, nicht so einfach. Wir diskutieren und wollen auch heute klarlegen den Proporz, den wir schon lange gefordert haben, dass diese Abschaffung kommen soll. Seitens der Liste Burgenland haben wir uns massiv eingebracht, auch mit Vorschlägen eingebracht, wo wir klar gesagt haben, es gehört eine Einsparung auch in der Politik vorgenommen. Das unterstreicht es, in der Politik vorgenommen. Nicht nur in der Verwaltung, dort natürlich auch, aber in der Politik als erstes einmal. Und da hat es bei unserer Seite einen klaren Vorschlag gegeben, wo wir gesagt haben, zwischen 3 und 5 Landesräte reichen aus. Das heißt, ein Einsparungspotenzial allein, wenn man 2 einspart auf 5, jetzt lassen wir das neuere in 5, dann sind 10 Millionen Euro in einer Periode. Das heißt, in 5 Jahren 10 Millionen Euro ist ein schönes Geld, das man mal einsparen könnte seitens der Politik, weil, wie schon gesagt, es nicht notwendig ist, mit 7 Regierungsmitgliedern zu arbeiten. Da gibt es auch Konsens seitens anderer Parteien. Jedoch, ich sage das jetzt auch gleich mit dieser Deutlichkeit, bei vielen Punkten spießt es sich und es gibt ja viele Diskussionen schon und ein paar Punkte haben wir schon herausgearbeitet und auch medial präsentiert, wo wir dann klar und deutlich sagen, wir wollen, dass dieser Proporz tatsächlich abgeschafft wird und wenn es dort Kleinigkeiten zum Nachjustieren gibt, wir auch bereit sind, auch hier uns zu bewegen. Sei es jetzt wirklich bei den Regierungsmitgliedern, dass man sagt, 5, okay, das soll so sein, sind 10 Millionen Euro. Sei es Landtagsabgeordnete im Landtag von 36 auf alle Fälle runter auf mindestens 32, was auch bei den anderen Fraktionen jetzt nach langen Verhandlungen anscheinend so ausschaut, dass das alles bleiben soll. Es ist die FPÖ bereit, ein Mandat wegzunehmen auf 35. Die ÖVP will bei 36 bleiben, die SPÖ will 34 haben und die Grünen wollen auch bei 36 bleiben. Das ist kein Signal meiner Meinung oder unserer Meinung von Sparsamkeit, denn auch dort könnte man einiges einsparen. Wir wollen natürlich auch durchgehen, dass das ein Paket wird, auch in den Gemeinden dementsprechende Möglichkeiten finden und untersuchen und da wird der Wolfgang Rauter dazu einiges sagen, dass man dort verkleinert den Gemeinderat etc. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, die richtige Richtung. Und natürlich, was für uns entscheidend ist, und das muss man auch der Bevölkerung klar zu erkennen geben, tatsächlich Einsparung in der Politik. Und jetzt komme ich von einer Verfassungsreformverhandlung gerade, und da schaut es so aus, dass die ÖVP anscheinend das anders sieht. Sie wollen, wenn sie nicht in der Regierung sind, sogar aufstocken in den Clubs. Das heißt, das kostet ja was, das ist ja nicht, dass ich einspare, sondern das kostet was. Wenn ich dort 10 Millionen einspare jetzt bei 2 Landesräte und dann ich nicht mehr in der Regierung bin als ÖVP zum Beispiel oder als SPÖ, aber gerade die ÖVP hat diesen Punkt hinein reklamiert und hat gesagt, nur dann stimmen sie zu, wenn die Clubs aufgestockt werden mit Juristen oder Clubmitarbeitern. Das heißt, ich spare nicht in der Politik, sondern ich gebe noch mehr aus in der Politik. Weil ich denke, wenn jetzt die ÖVP nicht zustimmen sollte, einen Proporz, der was abgeschafft gehört, da sind wir uns ja hoffentlich alle einig, dann diese Einsparungsmöglichkeit besteht, dann kostet denn der Steuerzahler noch mehr. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, eine ÖVP, aber ich verstehe sie schon, natürlich, wenn sie aus der Regierung fliegen, und das ist die größte Angst anscheinend des Steindls oder seiner Gefolgschaft, wenn das passiert, dann sind sie nicht in der Regierung und fehlt ihnen natürlich die finanzielle Möglichkeit. Und wir sind aber striktest dagegen, dass hier Clubgelder noch mehr aufgestockt werden. Das muss man auch klar und deutlich sagen. Die Liste Burgenland will und hat oft genug aufgezeigt, Einsparungspotenzial. Gibt es genug hier auch in der Landesregierung, auch im Landtag? Und jetzt kommt es noch weiter, denn in der Landesregierung bekommen sämtliche Mitarbeiter um einiges mehr bezahlt, wie ansonsten in der ganzen Abteilung und in der Regierung, das ist auch sehr interessant. Dort sagen wir, gehört auch der Hebel angesetzt, Einsparungsmöglichkeiten. Das sieht sogar der Herr Steindl so, dass man vieles einsparen kann in der Verwaltung, aber auch in dem Regierungsbüro. Und unsere Forderung war heute, und das habe ich klar und deutlich gesagt, ich will eine Aufschlüsselung haben, eine Auflistung haben, wo in der Regierung wie viel eingespart werden kann, wo in der Verwaltung wie viel eingespart werden kann und dann können wir weiter diskutieren. Bevor das nicht am Tablet ist, brauchen wir ja nicht weiter diskutieren. Ich glaube, dass es auch entscheidend ist, dass wir immer Recht gehabt haben
seitens der Liste Burgland und Wolfgang Raut und meine Wenigkeit immer darauf gepocht haben, dass Möglichkeiten geben könnte, auch in die ausgelagerten Betriebe. Das sind immer 150 ausgelagerte Betriebe, das ist ja auch nicht ohne, wo auch der Landeshauptmann heute zugegeben hat, Einsparungsmöglichkeiten zu sehen. Haben wir immer gesagt, dort gehört eigentlich Einsparungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der Herr Hofrat Raufbauer hat jetzt die Aufgabe zu errechnen, wo die Einsparungsmöglichkeiten sind. Wir werden das auch dann dementsprechend präsentieren. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren hervorragend auch in dieser Richtung gearbeitet haben und der Bevölkerung oder dem Wähler im Wort stehen müssen und sagen, es muss in der Politik Möglichkeiten geben, einzusparen. Jetzt zeigt sich, dass sehr wohl ÖVP und SPÖ erkennen, dass es Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich schon darauf, wenn diese Liste herauskommt. Dann sind wir diejenigen, die immer auch das aufgezeigt haben, dass hier einiges an Fördergeldern gelaufen ist, die nicht dorthin gehörten, wo sie eigentlich hingehören sollten. Das ist auch heute ein Thema gewesen und ich glaube, dass wir uns da einig sind, in der Politik muss gespart werden und nicht bei der Bevölkerung oder bei den Gemeinden, wo ja viele, viele Möglichkeiten gibt und wo der Herr Landeshauptmann Stellvertreter Steindl aufgezeigt hat, Gemeinden geht sehr gut, aber sie investieren nichts mehr. Aber das sind genau die Punkte, wo wir sagen, jetzt gehören die Gemeinden gestärkt, die brauchen Möglichkeiten, dass sie finanzieren, die schaffen Arbeitsplätze und erhalten Arbeitsplätze. Da gibt es anscheinend auch keine Einigkeit in dieser Sache, weil der Herr Steindl nur darauf besteht, wenn das so kommt, dann kann er das zustimmen, wenn er mehr Clubgelder bekommt. Ansonsten lässt er das Paket eigentlich sausen. Und ich denke mal, wir sind aber trotzdem guter Hoffnung, dass wir das schaffen können. Der Konsens wird möglich sein, aber wir bleiben darauf, dass in der Politik gespart werden muss und nicht bei der Bevölkerung. Vielleicht noch gesagt, dass einige Diskussionen gegeben hat, was ein Club eigentlich für Mandatare haben soll. Es sollen zwei Abgeordnete einen Club stellen können. Das wird ja auch immer hin und her diskutiert, da wurde von drei gesprochen. Ja, jetzt glaube ich, gibt es eine Einigung, dass man zwei Mandatare als Club dann dementsprechend auch machen kann. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Bitte, Wolfgang. Ja, ein paar Sätze noch zur landespolitischen Situation. An sich ist es schon ein Trauerspiel, wenn man sich anschaut, dass wir seit 20 Jahren im Burgenland über die Abschaffung des Proporzes auf Landesebene sprechen, vor 5 Jahren bei der Landtagswahl das Thema heftig diskutiert worden ist, danach die Parteien gesagt haben, sie werden das umgehend angehen und was ist in den letzten 4,5 Jahren geschehen? De facto nichts. Die Herrschaften, die hochbezahlten Regierungsmitglieder haben den Schlaf der Gerechten geschlafen. Und ich befürchte, dass es auch zu keiner Einigung kommen wird. Persönlich glaube ich, das Ganze wird wieder ausgehen wie das Hornberger Schießen und man wird wieder eine künstliche Konfliktsituation schaffen zwischen Rot und Schwarz. Da werden die Roten sagen, die Schwarzen sind schuld, dass der Proporz nicht abgeschafft wird und die Schwarzen werden das vice versa von den Roten sagen. Ich wünsche mir, dass es trotzdem zur Abschaffung kommt. Der Manfred Köhler hat immer gesagt, wir treten dafür ein, hat positive Vorschläge eingebracht. Ich persönlich bin, wie gesagt, der Meinung, dass es dazu nicht kommen wird, schon deswegen, weil der Zeitlauf sehr knapp ist. Man hat 4,5 Jahre verschlafen, verabsäumt hier die entsprechenden Regelungen zu treffen, weil eine derartige Reform erfordert auch Veröffentlichung im Landesgesetzblatt, Zustimmung der Bundesregierung und wenn man gar die Verfassung ändern muss, dann glaube ich, dass das zeitmäßig sich nicht mehr ausgehen wird. Zur Gemeindesituation, wir haben immer den Standpunkt vertreten, dass auf Gemeindeebene ein direkt gewählter, starker Bürgermeister sein Regierungsteam, das heißt den Gemeindevorstand zusammenstellen soll.
der sollte deutlich weniger Mitglieder haben, als es derzeit der Fall ist, wäre entsprechendes Einsparungspotenzial, und dort sollten natürlich die Mitglieder der Gemeinderegierung, also die Gemeindevorstände, auch Kompetenzen übernehmen. Das ist ja kein Zustand, dass jemand Vizebürgermeister ist oder Gemeindevorstand ist, ein schönes Geld kassiert da und keine Zuständigkeiten übernehmen will. Daher Kompetenz des Bürgermeisters, seine Gemeinderegierung zusammenzustellen. Dem steht gegenüber ein Gemeinderat, der sich entweder auch positiv einbringt oder der kontrolliert. Auch hier wäre es durchaus denkbar, dass man die Größe der Gemeinderäte überdenkt und die Anzahl der Mitglieder reduziert. Ich glaube, dass die Politik aufgerufen ist in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, wo immer mehr junge Menschen keine Arbeit haben. Es wird zwar großartig geredet, jetzt stellt man dort wieder 20 Lehrlinge ein und da wahrscheinlich eine Aktion, dass man bei den Landtagswahlen ein bisschen positiv darstellt. In Wirklichkeit ist es mit der Arbeitsplatzsituation saumiserabel beieinander in Burgenland, das muss man nicht so drastisch sagen. Und daher ist die Politik aufgerufen, Geld locker zu machen, aus dem Bereich der Politik und das in die Wirtschaft zu pumpen, damit man da wirklich Arbeitsplätze, vernünftige Arbeitsplätze für die Jugend schafft. Und wenn ich höre, dass seitens der ÖVP das Signal kommt, dass sie sagen, naja, Abschaffung des Proporzes, nur dann, wenn die Mittel für die Clubs aufgestockt werden, muss ich sagen, da platzt man ja fast der Kran. Wenn wir uns anschauen, die Situation, die LPL ist vertreten durch einen Mandatar, hat dadurch keinen Club, hat dadurch keinen bezahlten Clubsekretär, keine Sekretärinnen, wie die großen Parteien das haben. Die haben Regierungsbüros, haben Clubs, die ihnen bezahlt werden, haben Clubförderung, wir haben keine Clubförderung, kommen trotzdem über die Runden und die philosophieren und fantasieren über Erhöhung der Clubförderung. Man muss ja wissen, die Clubförderung richtet sich nach dem Kopf, nach der Anzahl der Köpfe. Das heißt, wenn die ÖVP weiterhin 10 Mandatare oder mehr stellt, bekommen sie ja entsprechend mehr Geld. Oder hat der Landeshauptmannstellvertreter wirklich Angst, dass auf 4-5 Mandatare zurückfallen, ja, dann würde wirklich eine finanzielle und existenzielle Not ausbrechen, aber dann hat er sich auch selber zuzuschreiben, weil dann haben sie offenbar schlecht gearbeitet. Also diese Ansage verstehe ich persönlich überhaupt nicht. Soll der Club ausgestattet sein, personell, so wie es bisher der Fall ist, Clubsekretär, 1-2 Sekretärinnen, eine gewisse Clubförderung, die eher, wo man eher nachdenken sollte über eine Reduktion. Und daneben gibt es ja sowieso die Parteienförderung. Das heißt, Politik heißt nicht, dass man gute Arbeit macht, nur dann, wenn man viel Geld bekommt vom Land, sondern vor allem, wenn man bereit ist, Eigeninitiative einzubringen und Idealisten mit am Werk sind. Insgesamt gesehen glaube ich auch, dass die Situation an sich für uns eine günstige ist. Wir werden mit Aufmerksamkeit beobachten, wie diese ganze Sache mit Abschaffung des Proporzes weitergeht. Es geht ja da nicht nur um die Politik, sondern es geht ja da auch um die Menschen. Ob wir im Burgenland weiter so machen, dass jemand nur eine Chance hat auf einen halbwegs guten Arbeitsplatz im Burgenland, wenn er sich irgendwo bei ÖVP oder SPÖ deklariert, sondern es sollte ja so sein, dass es auf die Leistung ankommt. Und jetzt war ja unlängst wieder die Diskussion jetzt auf Bundesebene, als da der Herr Wolf der Chef von der ÖAG geworden ist, als Carsten hat, naja, der ist ja sehr gefährlich, der ist politisch nirgends zuzuordnen. Schwarzer ist er nicht, roter ist er nicht, freiheitlich ist er schon gar nicht, gefährlicher Mensch. Man, so weit darf es ja nicht kommen, dass man sagt, es muss jemand politisch zuordnbar sein, damit man ihm zutraut, dass er gute Leistung bringt. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Dafür arbeiten wir und dafür werden wir weiterarbeiten, ein paar Jährchen noch, und ich glaube, das ist eine interessante Aufgabenbereich.